Das wirft natürlich Fragen auf. Vielleicht gibt es ja keine. Aber vielleicht gibt es auch eine und ich habe es noch nicht gefunden. Also man muss, eigentlich muss man beweisen, dass es keine gibt, um sicher zu sein, dass es keine gibt, oder weitersuchen. Ne? Und jetzt suchen Sie und suchen Sie und suchen Sie und Sie finden keine Lösung. Also machen Sie sich dran und versuchen es zu beweisen. Und Sie kriegen aber auch keinen Beweis hin. Ne? Das lässt einen irgendwie unbefriedigt. Und dann machen Sie sich an A hoch 4 plus B hoch 4 gleich C hoch 4. Und suchen da mal ein paar Beispiele, ne? Und finden keine. Denken so, ja, gibt vielleicht keine, versuch es mal zu beweisen. Dann versuchen sie zu beweisen und kriegen das nicht hin. Und dann gehen sie an n gleich 5, n gleich 6, n gleich 7 und sie finden nirgendwo ein ABC-Trippel, das das löst. Und sie können aber auch nicht beweisen, dass es keine gibt. Ja? Vor dieses Problem waren Generationen von Mathematiker gestellt. Ja? Und zwar war die Sache eigentlich noch ein bisschen fieser. Der Fermat hat Folgendes gemacht. Dem ist damals die Arithmetika von Diophant, ne, in die Hände gefallen. Die wurde damals nur rausgegeben, 17. Jahrhundert, Buch Arithmetika Diophant. Das hat Fermat gelesen und so seine Notizen an den Rand gemacht. Ja? Und an den Rand hat er irgendwo geschrieben, ja, man kann letztlich so eine Dreierpotenz nicht in zwei ganzzahlige Dreier, also nicht Dreierpotenz, diese Zahl hoch 3, es gibt keine Zahl hoch 3, die man in zwei weitere Zahlen hoch 3 zerlegen kann, es gibt keine Zahl mit einer vierten Potenz, die man in zwei Zahlen zerlegen kann und so weiter und so weiter. Also letztlich hat er gesagt, für n größer gleich 3 ist die Gleichung a hoch n plus b hoch n plus gleich c hoch n nicht lösbar. Und dann schreibt er an den Rand, ich habe dafür auch einen wunderbaren Beweis gefunden, aber der passt hier nicht hin. Ja? So. Jetzt sind Sie Mathematiker, jetzt lesen Sie da Fermat, ne? Schreibt da hin, ich habe da einen Beweis gefunden, einen wunderbaren Beweis, ein wahrlich super duper Beweis, hat hingeschrieben, aber der passt hier nicht hin, da an den Rand. Ne? So, jetzt machen Sie sich dran, sagen, der Fermat hat so einen super Beweis gefunden, der passt da nicht an den Rand, aber naja, versuchen wir nochmal zu finden. Und 300 Jahre lang hat keiner den Beweis gefunden. Ne? Die sind schon verzweifelt. Ne? Haben gesagt, gibt's doch nicht. Ne? Eigentlich ist es gar nicht der Satz von Fermat gewesen, weil Fermat hat ja keinen Beweis geliefert. Eigentlich war es nur eine Vermutung. Ne? Vermutung von Fermat, muss man eigentlich sagen. Fermatsche Vermutung oder so. So. Und diese schon leichte Überheblichkeit, so ja, ich habe da einen Beweis gefunden, passt aber hier nicht hin, deswegen mache ich mir nicht die Mühen aufzuschreiben, wir könnten ja selbst entdecken, ne? hat die Mathematiker vor echte Kopfzerbrechen gestellt. Ne? Und dann kam immer mal wieder einer und hat gesagt, ich habe ihn, ich habe den Beweis. Und hat nicht lange gedauert, haben andere Mathematiker gesagt, nee, komm, da hast du diesen Fehler gemacht oder jenen Fehler gemacht. Ne? Und dann ganze Mathematiker-Generationen sind gescheitert an diesem Beweis. Das hat dazu geführt, dass Wolfskehl, das war ein Mathematiker gewesen, Anfang des 20. Jahrhunderts einen Preis ausgesprochen hat. 100.000 Goldmark für denjenigen, der den Beweis findet. Ne? Oder für denjenigen, der ein Gegenbeispiel hat. Also der sozusagen ein A, B, C findet für n größer gleich 3, das so eine Gleichung löst. Egal. Ja? Entweder ihr findet mir so ein A, B, C größer gleich, bei n größer gleich 3 oder ihr beweist, dass es das nicht gibt und dann 100.000 Goldmark. Ausgeschrieben hat der Beweis 100 Jahre lang. Ne? Also nur 100 Jahre lang ist dieses Geld hinterlegt. An der Universität in Göttingen war das hinterlegt. Ne? War hinterlegt. 100 Jahre lang. Bis 2007. 2007 war Enddatum, ab dann gibt es das nicht mehr. So, und dann ging der Run los. Ne? 100.000 Goldmark war irgendwie Schweinegeld. Ne? Mathematiker auch, die haben ständig irgendwelche Beweise gefunden. Und wenn Sie heute mal ins Web gucken, ich habe jetzt mal gestern ein bisschen gesurft, Sie finden immer noch Leute, die sagen, ich habe einen ganz einfachen Beweis gefunden und so. Man glaubt heute, es gibt keinen einfachen Beweis. Und man glaubt, dass Fermat sich geirrt hat. Der hatte keinen wunderbaren Beweis. Man ist sich natürlich nicht sicher. Ne? Und immer noch suchen heute Leute den wunderbaren Beweis, den Fermat gefunden hat, der halt nicht an den Rand gepasst hat. Man vermutet, Fermat hat einen Beweis gefunden für n gleich 4,
Ja? Man vermutet, Fermat hat einen Beweis gefunden für n gleich 4 und hat ihn ungerechtfertigterweise verallgemeinert für alle n größer gleich 3. Weiß man aber nicht. Es kann sein, dass es einen einfachen Beweis gibt. Einer hat einen gefunden, in Kooperation mit Kollegen dann später, Andrew Wiles, war ein Mathematiker, der hat sich, ich glaube, 7 Jahre lang hingesetzt, geheim, hat nach außen hin vorgegeben, andere Dinge zu tun, ja, und hat sich 7 Jahre lang hingesetzt und versucht, den zu beweisen. Und dann ist er rausgekommen mit einem Beweis, ich glaube, der hatte, weiß nicht, über 100 Seiten, 150 Seiten oder was, der hat ganze mathematische Teilgebiete neu entwickelt, die von denen Fermat damals längst weit weg war. Ja, also da konnte damals überhaupt noch niemand dran denken an solche Dinge. Ne? Und hat den vorgelegt und 150 Seiten, 170, keine Ahnung, also jedenfalls jede Menge Seiten. Und dann kamen die ersten Mathematiker und nach einer gewissen Zeit haben gesagt, da ist ein Fehler drin. Ne? Und dann hat er sich und Kollegen noch, haben sich dran gemacht und haben den Fehler ausgemerzt. Und heute glaubt man, dass Andrew Wiles einen Beweis gefunden hat, der besagt, genau das. Ja, für n größer gleich 3 gibt es keine Lösung. Und zwar hat er eigentlich eine andere Vermutung bewiesen, die, wenn die, also auch eine andere Vermutung bewiesen, die im Raum stand. Und es war klar, wenn die bewiesen ist, dann ist auch der Satz von Fermat bewiesen. Und er hat diese andere Vermutung bewiesen und damit ist er letztlich derjenige, der den großen Satz von Fermat bewiesen hat. Und er hat auch 1997, glaube ich, müssen wir mal nachgucken, aber er hat tatsächlich auch den Wolfskehl-Preis gekriegt. Ja? Also da gab es auch bestimmte Bedingungen, bestimmte Zeit lang muss der Beweis muss veröffentlicht sein und der muss eine gewisse Zeit lang der Kontrolle unterliegen, sodass man auch Fehler finden kann und so. Ja? Und mittlerweile glaubt man, dass Andrew Wiles einen Beweis gefunden hat und der Beweis ist aber so komplex und so schwierig, den verstehen auch nicht alle Menschen auf der Welt, ja, dass man glaubt, dass Fermat sich geirrt hat. Ja? Okay, aber wer weiß, vielleicht hat ja Fermat doch einen so wunderbaren Beweis gehabt, auf den 300 Jahre Mathematikergenerationen nicht gekommen sind. Man hält es für unwahrscheinlich. Ja? Okay, aber heute kann man sagen, der Satz gilt und Sie können ja versuchen, ihn zu beweisen. Bitte? Also wenn Sie den auf einer Seite beweisen, dann bringe ich eine Box Gummibärchen mit. Ja, okay, großer Satz von Fermat. Gibt es dazu noch Fragen? Ich hoffe, Sie sehen mir nach, dass wir den Beweis hier nicht durchführen im Rahmen der Vorlesung. Ja, ich meine, die Leute, die das gemacht haben, das sind Tip-Top-Mathematiker, ne? Da streiche ich die Segel, oder wie sagt man, also wird schon stimmen. Ne? Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir kurz Pause. Sie können die Fenster öffnen und ich wische die Tafel.